Bei dem Einfügen eines Artikels ist die automatische Vorpositionierung nach Wahl des Bezugsobjekts von den Aktionen abhängig, die Sie vorher mit dem Einfügeassistenten ausgeführt haben. In diesem Beispiel wird der Hüllquader des Oberschranks in der Grafik links neben dem Hochschrank platziert, jedoch an der Unterkante. Durch geschickte Wahl der Klickreihenfolge im Einfügeassistenten lassen sich Artikel in der gewünschten Relation zum Bezugsartikel schnell und sicher bündig verplanen. Da der Artikel in diesem Fall oben links und hinten bündig zum Bezugsartikel sein soll, wird nun im Einfügeassistenten erst auf oben, dann auf links zum Bezugsartikel geklickt. Und somit wird der Oberschrank wie gewünscht platziert.